So, hallo. Heute werden wir gemeinsam das Adventskalenderbuch Was ich an dir liebe gemeinsam unboxen. Das ist von der Firma Riva zum Ausfüllen und zum Verschenken. Ja. Hier sieht man jetzt auch nochmal die ISBN-Nummer. Und so sieht das ganze Buch von vorne aus. Das ist hier so rot eingestanzt, würde ich sagen. Fühlt sich auf jeden Fall ganz schön und hochwertig an. Das Ganze schlägt man dann auf. Da haben wir hier so einen roten Einband. So, dann haben wir hier als erstes einen kleinen Text, der noch einmal erklärt, wie das Adventskalenderbuch aufgebaut ist und noch mal ein paar nette Worte. Und zwar ist es so, dass jede Seite ist wie ein Türchen und jeden Tag, wenn du eine Seite umblätterst, wirst du einen meiner Versuche sehen, in Worte zu fassen, was du für mich bist. 24 Mal bis Weihnachten. So ist dieses Adventskalenderbuch für euren oder eure Liebste aufgebaut. Hier könnt ihr dann den Namen eintragen und dann geht es schon los mit dem ersten Türchen. Jeder Buchstabe im Advent steht für ein Wort, das dich ausmacht. Zum Beispiel A für abenteuerlustig. Und hier könnte man zum Beispiel für V dann steht für verrückt oder ähnliches eintragen. Das zweite Adventskalendertürchen. Warum du mein Weihnachten so besonders machst. Hier kann man immer ein paar nette Worte einfach mal reinschreiben. Einfach mal drüber nachdenken, was die Beziehung vielleicht ausmacht und was man dem anderen mitteilen möchte. Dann das dritte Türchen. Woran ich jeden Tag merke, dass ich dich liebe. Das vierte Türchen. Ich glaube, das Geheimnis unserer Beziehung ist. Das fünfte Türchen. Hier sieht man auch immer, es ist so schwarz-weiß gemacht. Das kann man vielleicht auch ganz nett verzieren oder anmalen. Kannst du dich an diesen besonderen Abend in diesem Jahr erinnern? Wir waren hier und wir haben das und das gemacht. Hier hat man auch wieder so ein Gingerbread. Sechste Türchen, wenn Geld keine Rolle spielte, würde ich dir all das sofort zu Weihnachten schenken. Hier kann man vielleicht auch noch mal so ein paar coole Bilder einkleben und das irgendwie noch mal ganz nett gestalten. Das siebte Türchen, schönsten Geschichten über dich. Das achte Türchen, was dich von allen anderen Menschen unterscheidet. Kann auch noch mal ein paar schöne Punkte auflisten. So, dann kommen wir zum neunten Türchen. Ich habe dir doch nie gesagt, dass. Wahrscheinlich muss man da auch erstmal nachdenken, was man da alles so hinschreibt, aber es lohnt sich, denke ich, auf jeden Fall, weil im Anschluss hat der oder diejenige natürlich auch einfach ein schönes Erinnerungsbuch, was man nochmal auch nach der Adventszeit gerne aufschlägt. Das zehnte Türchen, ich bin so froh, dass wir das gemeinsam erreicht haben und was ich gerne noch mit dir erreichen würde. Dann kommen wir zum elften Türchen. Es wäre schön, wenn du es nicht von mir verlangen würdest, aber für dich würde ich sogar. Das zwölfte Türchen, diesmal mit Engelchen und Tannenbaum. Ich bewundere dich dafür, dass du. Dann kommen wir schon zum 13. Türchen. Dort hinter verbirgt sich etwas zum Ankreuzen dieses Mal. Unsere Liebe ist. Und dann vier Antwortmöglichkeiten. Dann kommen wir zum 14. Türchen. Hier könnt ihr auch noch mal was dazu schreiben. Also wie ihr seht, auch hinter dem 14. und dem 15. Türchen gibt es einfach so ein paar Sätze, wozu ihr mal ein paar liebe Worte schreiben könnt. So, das 16. Türchen. Dieses kleine gemeinsame Ritual von uns habe ich besonders gerne. 17. Türchen. Hier könnt ihr vielleicht auch wieder was ausmalen. Wie du es schaffst, ist wirklich sensationell. Einfach mal den Partner oder die Partnerin auf die Schulter klopfen und loben und mal sagen, hey, das finde ich echt klasse, wie du das schaffst. Dann kommen wir zum 18. Türchen. Wieder was zum Ankreuzen. Ich vermisse dich bereits nach Jahren, Stunden, Minuten, Sekunden zum Abschied. Dann kommen wir zum 19. Türchen. Eine bezaubernde Eigenschaft von dir, die nicht viele Leute kennen, ist. Kommen wir zu den letzten vier Türchen, und zwar zum 20. Hier kann man ein schönes Foto von dem schönsten Urlaub dieses Jahres einkleben. Dann das 21. Türchen. Unser bisher schönstes Weihnachten.
Das ist vielleicht auch ganz schön, wenn man das jedes Jahr, diesen Adventskalender zu Weihnachten verschenkt, hat man jedes Jahr das Weihnachten vom Vorjahr und genau, kann das dann so aufbauen zusammen. Dann kommt das 22. Türchen, den Weihnachtsbrauch, den ich von dir kenne und unglaublich toll finde. Dann sind wir schon beim 23. Türchen, also dem vorletzten Türchen angelangt. Was ich auf dem Weihnachtsmarkt am liebsten mit dir mache. Und dann, last but not least, das 24. Türchen. Und dort steht: Eine frohe, friedliche und wunderschöne Weihnacht, mein Herz, und vergiss nie. Und hier könnt ihr dann auch noch ein paar schöne Worte hineinschreiben. Sieht man hier noch ein kleines Herz. Und dann noch, hier ist Platz für Texte, Zeichnungen, Fotos, Eintrittskarten und ähnliches. Und diese Seiten, denke ich, kann man dann auch nochmal schön gestalten mit ein paar Erinnerungsfotos und ähnlichem, damit man einfach ein Erinnerungsbuch hat, wo man auch später gerne hineinschaut. Dann ist hier noch das Impressum, dann haben wir wieder den roten Einschlag und dann ist das schon das Ende des Adventskalenders von Riva, was ich an dir liebe.